Von hier bis in den Tresorraum sind es rund 30 Meter. Mitte Januar entkommen Einbrecher durch diesen Tunnel aus einer Bank in Berlin-Steglitz mit rund 10 Millionen Euro. 4 Monate nach der Tat tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Ein professionell gebauter Tunnel, eine Beute von 10 Millionen Euro und Ermittler des LKAs, die selbst nach Jahren kaum eine Spur haben, seht ihr heute in diesem Video einer der spektakulärsten Einbrüche in eine Bank, die es jemals gab. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt. Viel Spaß mit dem Video. Herbst 2011 in einer Volksbank-Filiale in Berlin-Steglitz. Ein Kunde mit niederländischem Pass möchte hier ein Schließfach anmieten, um seine Wertgegenstände darin zu verstauen. Alles funktioniert wie immer. Dass dabei aber der niederländische Pass gefälscht ist, ahnt in diesem Moment niemand. Im Tresorraum gibt es keine Videoüberwachung. Daher fällt auch niemanden auf, dass der Mann den Schließfachraum ganz genau ausmisst und Fotos schießt. Ungefähr ein Jahr später, 2013. Ein Montag, Mitte Januar. Die Arbeitswelt beginnt gerade für viele Menschen in Berlin. Noch ahnt niemand, dass dieser Tag in die Kriminalgeschichte eingehen wird. Um 6.15 Uhr geht ein Alarm bei der Feuerwehr ein. In der Berliner Volksbank in Berlin-Steglitz und gleichzeitig in einer Tiefgarage nur ein paar Meter daneben steigt Rauch hinauf. Man könnte zuerst meinen, es seien zwei Brände. Allerdings haben beide Brände dieselbe Ursache. Als die Feuerwehrmänner in der Berliner Volksbank und in der nebenliegenden Tiefgarage eintreffen, finden sie einen Tunnel vor. Und dieser Tunnel verbindet die Tiefgarage mit der Berliner Volksbank über eine Strecke von 50 Metern. Und zwar genau in den Tresorraum. In diesem Tresorraum sind Gangster eingestiegen und die Polizei schätzt den Wert der Beute auf sage und schreibe 10 Millionen Euro. Der Fall wird zu einem der spektakulärsten Raubzüge in Deutschland. Viele Parallelen fallen dabei auf zu dem Tunnelraub 1995 in Berlin-Zehlendorf, wo Räuber 17 Millionen Euro gefordert haben und dann durch einen Tunnel entkommen sind. Doch wie es dazu kam, seht ihr in einem anderen Video von mir, was in der Endcard verlinkt ist. Doch wie kam es zu dem Tunnelraub in Berlin-Steglitz? Und wie kam es dazu, dass die Räuber so einen dreisten Plan geschmiedet haben, dabei nicht erwischt wurden und sie den Ermittlern monatelang den Atem geraubt haben? Dazu kommen wir jetzt. Die Tiefgarage und das damit verbundene Tor, hinter dem sich ein 50 Meter langer Tunnel befand, war Dreh- und Angelpunkt der Gangster. Ohne die Tiefgarage, die sich so nah an der Berliner Volksbank befand, hätten es die Räuber nie so weit geschafft. Sie mieteten sich 4 Garagen an, sodass die Räuber ungestört mit ihrem Spezialwerkzeug arbeiten konnten. Niemanden ist dabei aufgefallen, wie sie tonnenweise Sand abtransportiert haben und wie sie stundenlang bohrten, was schon fast wie ein Wunder klingt, bei der Geräuschkulisse, die entsteht, wie man solch einen Tunnel mit einer Kernbohrmaschine, die etwa 5000 Euro kostet, bohrt. Die Gangster benutzen einen 40 cm Bohrer und setzen dabei mehrere Löcher nebeneinander, was dem Tunnel diese außergewöhnliche Form verleiht. Nachdem die Gangster die etwa 1 Meter dicke Betonwand der Tiefgarage durchbohrt hatten, lagen noch etwa 50 Meter Sand und Erde vor ihnen, was in Berlins Untergrund keine Seltenheit ist. Einen schlechteren Boden kann man sich wohl kaum aussuchen für einen Tunnel. Die Gangster können zwar leicht den Sand abtransportieren und es ist nicht sonderlich schwer, durch den Sand hindurchzukommen, allerdings wird jeder von euch, der schon mal einen Tunnel am Strand gebaut hat, wissen, wie leicht diese einstürzen können. Vor allem, wenn über ihnen 4 Meter Sand liegt. Ohne Einsturzschutz ist es unmöglich und lebensgefährlich, so einen Tunnel zu bauen. Daher benutzten die Gangster Holzbohlen, um die Seiten und die Decke abzustützen. Doch immer wieder kommt ihnen Sand entgegen. Eine mühsame Arbeit. Monatelang haben sie diesen Tunnel gebaut. Ein Knochenjob, für den sie am Ende 10 Millionen Euro kassierten. Doch desto weiter die Gangster den Tunnel bauten, desto mehr Erde und Sand staute sich auf. Laut Terra X, die einen Versuch durchgeführt haben, wo sie diesen Tunnel nachbauten, stauten sich 120 Tonnen Sand an und in die Tiefgarage passte kein Laster rein, um diese Massen an Sand abzutransportieren. Also mussten sie einen Mercedes Sprinter wählen und dieser kann nur etwa 5 Tonnen Sand abtransportieren. Also mussten die Gangster 24 Mal hin und her fahren, um den Sand zu entsorgen, was die ganze Arbeit noch mühsamer macht, als die ohnehin schon ist. Wie die Täter bei der Arbeit nicht auffallen konnten, ist aber nicht das Einzige, was den Ermittlern der Polizei Kopfschmerzen bereitet hatte. Wie die Täter genau wussten, wie sie unterirdisch zu den Tresorräumen kommen und so einen perfekten Tunnel bauen konnten, ist ihnen ebenfalls ein Rätsel. Sie vermuten technische Hilfsmittel. Was man dabei nicht vergessen sollte, es ist das Jahr 2013, was mehr als 10 Jahre her ist. Dort war die Technik zwar schon weit, aber bei weitem nicht so weit wie jetzt. Die Täter haben sogar extra einen Umweg unter der Straße gewählt, um weniger Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und selbst mit diesem Umweg, wie sehen sie punktgenau den Tresorraum an, man merkt deutlich,
Profis waren am Werk. Nun stehen sie vor ihrer größten Aufgabe, nämlich dem Durchbohren durch die stark gesicherte 80 cm Stahlbeton-Tresorwand. Doch selbst das ist mit der Kernbohrmaschine kein Problem. Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung schaffen sie es durch die Tresorwand. Jetzt muss alles schnell gehen. Es bleiben nur wenige Stunden, bis die Bank wieder den Betrieb aufnimmt. Und sie wissen nicht, ob der Sicherheitsbeamte vielleicht etwas merken konnte. Sie müssen jedes Schließfach einzeln knacken und besonders leicht ist das nicht, vor allem bei 1600 Schließfächern. Außerdem ist es ein Glücksspiel, ob die Schließfächer Schmuck, Gold und Bargeld enthalten oder nur wertlose Papiere. Ihre Trefferquote ist allerdings unglaublich. Von 277 aufgebrochenen Schließfächern machen die Räuber schätzungsweise 10 Millionen Euro Beute. Das Traurige ist dabei, dass die Räuber nicht etwa die reichen Banken beraubt haben, sondern viele normale Bürger, die ihren wertvollen Schmuck oder Erbstücke, die über Generationen in der Familie sind, dort gelagert haben und nun verloren haben. Oft haben sogar diese Leute nicht extra eine Diebstahlversicherung abgeschlossen. Man könnte meinen, Schließfächer sind immer abgesichert von der Bank und man bekommt alles darin weg, wenn zum Beispiel ein Überfall oder so ein Einbruch passiert. Das ist aber nicht der Fall. Man braucht extra eine Diebstahlversicherung, sonst ist keinerlei Wertgegenstand versichert. Und viele Leute wollen sich halt diesen Betrag der Versicherung sparen, weil sie denken, ich habe eh nicht so viel Geld und eine Bank wird schon sicher sein. Das ist aber leider nicht der Fall gewesen. An diesem Tag waren viele ältere Leute, Menschen, die lange für ihren Reichtum gespart haben und normale Arbeiter beraubt wurden. Und es hätte vielleicht unsere Großeltern oder uns selbst treffen können. Dieses Video ist ein Gedenken an die Opfer und soll keinesfalls diese abscheulichen Taten verherrlichen. Und deswegen schreibt nicht in die Kommentare, die reichen Banken haben ja kaum einen Schaden. Nein, die Gesellschaft, in der wir leben, hat den wahren Schaden davon getragen. Die letzte Hoffnung setzen die Betroffenen nun in das LKA, das fleißig ermittelt. Doch die Gangster machen es ihnen extrem schwer. Sie legen im Tresorraum ein Feuer, sodass keine Fingerabdrücke oder DNA gefunden werden können. Weil wenn ein Feuer gelegt wird, wird normalerweise alles verbrannt. Egal ob es Haare sind, Speichel, Schweiß, halt überall, woran man einen Täter ermitteln könnte. Aber sie haben einen Fehler gemacht. In dem Tunnel war zu wenig Sauerstoff. Und jeder, der sich ganz leicht mit Chemie auskennt, weiß, dass man für ein Feuer viel Sauerstoff benötigt. Wenn ihr zum Beispiel eine Kerze habt und ihr macht darauf einen Deckel, dann wird die Kerze innerhalb weniger Sekunden ausgehen. Und dasselbe ist genau bei diesem Feuer passiert. Es war viel zu wenig Sauerstoff in dem Tunnel. Es konnte sich kaum ein Feuer entwickeln. Und es wurde deshalb DNA gesichert, da nicht alles verbrannt ist. Ein Mann konnte Jahre später identifiziert werden. Bei ihm handelt es sich um einen 2015 in Thailand verstorbenen 75-jährigen Rentner aus Berlin-Steglitz. Was besonders komisch ist. Ich hätte gedacht, das sind vielleicht junge Leute gewesen, die so einen Raub machen konnten. Aber Kriminalität streut sich eben über die ganze Gesellschaft aus. In diesem Fall zum Beispiel ein 75-jähriger Rentner. Schaut euch 75-jährige Rentner mal draußen an. Die schaffen es meistens nicht mal über die Ampel. Denen muss man meistens helfen. Und dieser Mann hat einfach eine Bank in Berlin-Steglitz ausgeraubt. Das kann ich kaum glauben. Naja, auf jeden Fall ein weiterer Tatverdächtiger wird noch ermittelt. Kein wirklicher Durchbruch. Und die Opfer bleiben auf dem Schaden sitzen. In diesem Fall sind auf jeden Fall die Räuber viel weiter gekommen als die Räuber 1995 in Berlin-Zehlendorf. Darüber habe ich ja ebenfalls ein Video gemacht, was ihr jetzt gleich in der Endcard seht. Dort war es so, dass diese Räuber viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt haben und Geiseln genommen haben. Sie forderten 17 Millionen Euro, aber eigentlich wollten sie auch nur die Schließfächer knacken und dann durch den Tunnel entkommen. Aber durch einen dummen Fehler sind sie aufgeflogen. Mehr dazu seht ihr in dem anderen Video. Naja, Freunde, was sagt ihr zu diesem Fall? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mir tun auf jeden Fall die Opfer leid, die extrem viel Geld verloren haben und bis heute, genau 10 Jahre später, konnten immer noch nicht alle Tatverdächtigen ermittelt werden. Nach einem Tatverdächtigen sucht noch die Polizei, aber der andere Tatverdächtige ist ja bereits gestorben. Naja, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und schreibt gerne eure Videovorschläge in die Kommentare. Soll ich mehr zu solchen Bankrauben, Räuben? Ich weiß es nicht. Und Und Einbrüchen machen. Oder seht ihr lieber Mafia-Videos? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich gesagt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ist auch egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und damit ciao. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Ich muss versuchen, so alt wie ich bin, mir eine Arbeit zu suchen, um weiter zu existieren.